Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wa, mit unserem geliebten Onkel Amu Khalifa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben in der letzten Folge das Kapitel Freiburg abgeschlossen. Du hast dort deinen Sprachkurs erfolgreich abgelegt und bist dann nach Stuttgart umgezogen mit dem Ziel, deinen Doktortitel, deine Promotion dort abzulegen. In welchem Bereich? In Landmaschinenbau. Landmaschinenbau. War das an der Uni Stuttgart selber? Nein, die Stuttgart hat zwei Universitäten, die Technische Universität Stuttgart und die Landwirtschaftliche Universität Hohenheim. Und ich war in Hohenheim eingeschrieben. Okay. Wurden deine ägyptischen Zeugnisse anerkannt? Hat der Sprachkurs ausgereicht oder musstest du etwas für die Anerkennung machen? Ich musste für die Gleichwertigkeitsanerkennung meinem ägyptischen Magister mit dem deutschen Diplom von damals. Ich sollte drei Prüfungen ablegen. Eine Prüfung bei meinem Doktorvater und zwei Prüfungen bei zwei anderen Professoren. Und das Ganze auf Deutsch? Und das Ganze auf Deutsch, ja. Das ist jetzt kein Jurastudium oder Geschichtsstudium, wo sehr viel auf die Sprache ankommt. Also hattest du sprachliche Schwierigkeiten oder war das einfach nur wie Mathematik rechnen und... Nein, die Sprachschwierigkeiten hatte ich schon, selbstverständlich. Ich habe für ein Semester, einen der drei Fächer, habe ich bei den Vorlesungen teilgenommen und ich hatte meinen arabischen Duden dabei gehabt die ganze Zeit. Und ich habe in der Universität, in der Bibliothek noch einen landwirtschaftlichen Duden in Deutsch, Französisch, Englisch, vielleicht auch Chinesisch. Und das Buch habe ich mir ausgeliehen. Und mit seiner Hilfe habe ich für dieses Semester die Prüfung gut gemacht. Ich hatte es vor später, dass ich das auch ins Arabisch übersetze, aber ich kam nicht dazu, weil ich mein Studium später nicht geübt habe als Dozent bei der Universität. In Ägypten warst du ja, Alhamdulillah, Bismillah, Masha'Allah, ein Vorzeige, ein Musterschüler. Wir haben auch in den letzten Folgen erfahren, dass du das beste Ergebnis in der Geschichte der Uni hattest. Das hat auch irgendwo vielleicht für dich einen Druck mit nach Deutschland mitgebracht, dass du erfolgreich sein wolltest, mindestens genauso erfolgreich wie in Ägypten. Wie war es mit den Prüfungen, vor allem diesen drei Anerkennungsprüfungen? Zuerst bei der Deutschsprache. Ich habe es auch versucht, nicht die gleichen Geschwindigkeit jetzt mal zu arbeiten, A1, A2, B1, B2. Sondern ich habe es A1, dann B1 direkt, dann C1 habe ich gemacht bei dem Deutschkurs. Hat es auf Anhieb funktioniert? Es hat funktioniert. Masha'Allah. Ja, Gott sei Dank. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, ich war einer von den Besten auch im Goethe-Institut bei der Sprache. Dann war ich in der Uni und bei diesen drei Prüfungen habe ich den drei Professoren getroffen und ich habe ihm gefragt, welche Fächer muss ich jetzt mal dabei studieren, damit wann die Prüfung kommen kann. Wir haben ein Gespräch von gute dreiviertel Stunde zusammengeführt. Am Schluss hat er gesagt, gut, Sie haben jetzt mal die Note 1 bekommen. Das war meine Prüfung. Das heißt, das Gespräch war jetzt mal die Prüfung gleichzeitig. Und das hat mich motiviert, dass auch mit diesem ein bisschen Sprache, nach 6 Monaten kann ich auch die Note 1 schreiben. Aber bei den anderen Fächern war es ein bisschen problematischer. Der eine hatte ich bei dem Professor ein Studienfach bekommen. Und ich habe teilgenommen und er hat ein bisschen Schwäbisch gesprochen und das war ein bisschen fremd für meine Ohren. Aber mit Hilfe vom Duden, mit Hilfe von seinem Manuskript, was er verteilt hatte, hatte ich auch zu Hause besser gelernt mit einem normalen deutschen arabischen Duden, mit einem Fachduden für Technik. Waren 5 große Bänder für Deutsch, Englisch, Französisch und vielleicht Chinesisch.
Und ich hatte es vor, auch das irgendwann später ins Arabisch auch zu übersetzen, falls ich nach Ägypten zurückkehre, in diesem Beruf in der Universität weiterarbeite. Ein arabisches Skript gibt sozusagen? Genau, richtig. Und habe ich ungefähr nur 10% davon übersetzt, während dieser Zeit nebenbei, und den Rest habe ich nicht gemacht. Und ich habe es aufbewahrt, bis heute habe ich diesen Duden bei mir. MashaAllah. Bei dem Forschungsarbeit hatte ich ein paar Vorschläge bekommen vom Doktorvater. Und ja, ich habe die schwierigsten Themen ausgewählt, dass jemand gesagt hat, such jetzt mal die leichtesten, dann bist du schneller fertig. Aber die Herausforderung, die ich immer erlebt hatte in meinem Studium vorher, wollte ich jetzt mal weitersetzen. Du hast die Herausforderung gesucht, du wolltest ein anspruchsvolles Thema. Selbstverständlich. Und dann bei den Messgeräten, es waren auch keine Messgeräte da für den Druck unter den Reifen im Boden unten. Ich habe selber diese Messgeräte entwickelt und zusammengebaut. Und ich war total zufrieden, als sie es mal funktioniert haben. Und so war ich bei der internationalen Jahreskonferenz in Ulm von dem Verein Deutscher Ingenieure, war ich einer von den besten 10 Forschungsbereiche oder Forschungsarbeiten gekürt. MashaAllah, das heißt, du wurdest ausgezeichnet? Ich wurde ausgezeichnet 81, 82 bei der Konferenz in Ulm, diese internationale Konferenz für landwirtschaftliche Ingenieure. MashaAllah. Das heißt, Ahmed al-Khalifa in Ägypten oder der Ahmed al-Khalifa in Deutschland war derselbe Ahmed al-Khalifa in Ägypten. Erfolgreich im Studium. Aber er wäre nicht Ahmed al-Khalifa, wenn er nicht gleich vom ersten Augenblick an dann auch aktiv war. Du hast erzählt, wie du gleich in der ersten Woche dich für den Gebetsraum eingesetzt hast. In Freiburg. In Freiburg. Ja. Und wir haben dann auch über Stuttgart gesprochen, wie ihr dann den persischen Teppich bekommen habt und wie die Universität sich an den Kosten beteiligt hat. Und das ging alles gleich zu Beginn an. Die Uni hat es nicht beteiligt, hat es ganz übernommen. Ja, stimmt, die Uni hat das ganz übernommen. Ja. Genau. Das heißt, das ging Hand in Hand. Ja. Die Dauerarbeit mit deinem Studium. Aber der Gebetsraum war noch nicht ganz fertig, hattest du mir erzählt. Es gab dann noch den Regal, den ihr, glaube ich, montieren wolltet. Da gab es eine Geschichte, die noch kam, wo dann auch die Uni wieder in Erscheinung getreten ist, als Unterstützer. Ja, nachdem wir diesen Teppich bekommen haben und regelmäßig am Freitag gebetet haben, dann war die Idee, wenn wir zum Freitagsgebet kommen, wir brauchen ein Koranexemplar zu lesen, ein paar Bücher in der Bibliothek bei der Vorbereitung von dem Freitagschutbah. Wir waren 3 Personen, die sich dabei beteiligt haben, die Arbeit geteilt haben. Dann brauchten wir eine kleine Bibliothek für uns. Und dann habe ich bei der Uni gefragt, ob wir nicht kleine Regale dort montieren können. Dann würden wir das auf unseren eigenen Kosten kaufen. Und dann hat der Mann gesagt, ja, gib mir 2 Tage Zeit, werde ich entscheiden. Das war der Herr Ebel, der Vorsitzende oder der Leiter von dem Akademisch-Ausländeramt in der Universität. 2 Tage später bin ich zu ihm hingegangen. Dann hat er mir einen Schlüssel ausgereicht und ausgehändigt, hat gesagt, den Schrank haben wir gekauft, den Schrank haben wir montiert und die Schlüssel ist schon da. Das ist für mich bis heute beispielhaft, wie die Leute, wenn das Vertrauen da ist, bereit sind, alles zu erleichtern und alles zu ermöglichen. Vorher war es nicht möglich, nur einen Teppich zu haben. Jetzt ist der Teppich da und noch einen großen Schrank und nicht nur ein Regal. Und das alles auf dem Kosten der Universität. Ich gehe davon aus, die Universität hat das geschätzt, dass die Studenten lernen und studieren und gleichzeitig ihre eigene Kultur für die Religion, für das Selbstvertrauen, für die vorbildhafte Zusammenarbeit mit der Universität auch dotiert und lobt. Und das hat uns auch erlaubt, dass wir später Stück für Stück noch mehr von der Universität Unterstützung bekommen haben, ob das beim Iftar im Ramadan oder beim Reisen oder bei dem Besuch von Ausstellungen. Es war eine wunderbare, schöne Zeit, auf jeden Fall mit der Universität in Hohenheim. Alhamdulillah. Lass uns vielleicht noch über die Unterstützung der Uni weitersprechen und wie das euer Leben erleichtert hat. Ihr hattet jetzt, Alhamdulillah, einen festen Gebetsraum, mit luxuriösen Teppich,
mit einer festmontierten Wand und Bibliothek. Dann kam vielleicht die erste große Herausforderung im Ramadan. Wie war dein erster Ramadan in Stuttgart, der zugleich dein zweiter in Deutschland war? Habt ihr Tarawih gebetet? Hattet ihr gemeinschaftliches Iftar? Wie war das Unileben und das islamische Leben allgemein? Zuerst war die erste Herausforderung zu wissen, wann Ramadan anfängt. Das haben wir versucht, jetzt mal zu erfahren. Gibt es kein Internet und da gibt es kein Satellitenprogramme. Das heißt, die einzigen Möglichkeiten, wir sollen bei den großen islamischen Zentren in Deutschland anrufen, damit wir wissen, wann Ramadan anfängt. In die Heimat anzurufen, wo die Minute 12 Mark gekostet haben, war viel zu kostenspielig. Und dort, wenn man anruft, dann wird man immer vertröstet, noch nicht jetzt, in einer Stunde anrufen. Und auf dem Anruf zu warten, hatte man manchmal 2 Tage gewartet. Man hat den Anruf angemeldet am Montag, man bekam den Anruf aber am Mittwoch. Und so haben wir jetzt mal den Kontakt mit den 2 großen Zentren gehabt, mit dem Islamischen Zentrum München, mit dem Islamischen Zentrum Aachen, wo wir angerufen haben und gewusst, wann der Ramadan anfängt. Dann sollten wir alle muslimischen Studierenden in Stuttgart bekannt geben, wann es alles anfängt. Wir hatten nicht alle ein Telefon zu Hause. Dann sind wir schon von Studentenwohnheim zum Studentenwohnheim, von Wohnung zu Wohnung gegangen und bekannt gegeben, dass Ramadan morgen anfängt. Das heißt, ihr habt an die Türen angeklopft? An die Türen angeklopft und haben gesagt, morgen ist Ramadan, inshallah. Gab es da, wenn ich kurz einwenden kann, das Problem, das wir heute noch haben, dass manche am Montag, die anderen am Dienstag beginnen, oder war das noch nicht so? Nein, das war nicht so, weil niemand hatte einen Kontakt mit der Heimat gehabt oder einen direkten Kontakt. Man hat nur geglaubt, was die islamischen Zentren gesagt haben. Das war unsere einzige Möglichkeit zu wissen, wann Ramadan anfängt. Dann war die Frage, wo können wir den Abendgebet, Maghrib-Gebet, Isha-Gebet, Tarawih-Gebet, dann haben wir uns versammelt in Studentenwohnheime, in einem Clubraum oder auf einer bestimmten Etage, oder manche Brüder haben ihren Wohnzimmer zu Hause zur Verfügung gestellt. Ich war einer von denen und da hatte man sich gesammelt, 3 Personen, 5 Personen, 3 Familien, 4 Familien, zu einem Tarawih-Gebet gemeinsam. Dann war die Frage, ob wir den Iftar gemeinsam nehmen können. Natürlich für jeden Abend, wie es momentan in den meisten Moscheen in Deutschland der Fall ist, war es total fremd. Wir wollten mindestens nur einmal in der Woche den Iftar gemeinsam zu nehmen. Das wäre schon ein Highlight gewesen. Das war schon ein Highlight für uns. Und dann haben wir bei der Universität gefragt, ob die uns irgendeinen Raum zur Verfügung stellen, dass wir das Essen zu Hause kochen oder im Eingangsbereich grillen können und nur ein Iftar haben. Und wir haben sofort von der Universität in Hohenheim die Chance bekommen, in dem Sportgelände, dass wir die Umkleidungskabine bekommen, dass wir das umrüsten für einen kleinen paar Tische mit ein paar Bänke, dass wir dort den Iftar annehmen. Und raus auf dem Gelände können wir auch grillen. Diese Chance hatten wir gehabt. Wir haben am Freitag die Chance gehabt mit einem Bruder, mit seinem Auto. Wir haben eingekauft. Dann bei den Familien haben wir auch geklopft an die Türen. Familie A hat den Reis vorbereitet, Familie B hat Gemüse vorbereitet, Familie C für Salat, die andere Familie für Gemüse, die andere Familie für das Grillen. Und wir haben das so vorbereitet und am Samstag gesammelt mit dem Auto, nochmal wieder von den Familien. Zu dieser damaligen Zeit hatten wir in der gesamten Uni nur 2 Personen, die ein Auto besaßen. Alle anderen sind auch zu Fuß gegangen oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Und dass mit dem Auto alles verteilt wird, war auch noch eine große Leistung von diesen 2 Familien von Sarwat Ramadan. Ist das denn sozusagen? Wir haben den Kreis gemacht bei allen Familien und jeden jetzt mal die Nahrungsmittel abgegeben und dann das gekochte Essen jetzt mal sammeln und in die Halle zu gehen. Das war Sarwat Ramadan? Sarwat Ramadan und den zweiten Namen habe ich momentan vergessen, aber ich werde mich erinnern. Dann haben wir auch bei der Universität das gesagt, angekündigt und wir haben die auch eingeladen, die können kommen und mit uns Iftar nehmen. Und wir haben ein Angebot bekommen, die Uni ist bereit, 80% von den Kosten zu übernehmen. Maschallah. Wir brauchten nur 2 Mark zu bezahlen pro Person und die Universität war bereit, 8 Mark zu bezahlen für ein Essen von 10 Mark, war schon luxuriös.
Und diese 2 Mark hat dann jeder persönlich selber bezahlt oder hat man in eine Gemeinschaftskasse bezahlt? Oder? Nee, jeder Student hat selber das bezahlt. Okay. Wir hatten auch eine Kasse gehabt von der Seite des Vereins, der Muslimstudentenvereinigung. Und wir haben manchmal eine Unterstützung gemacht, aber in der Regel haben wir schon 2 Mark gesammelt von den Studenten. Das ist 1 Euro für das Abend, für den Iftar. Das war Ramadan 78, ja? Das war der Ramadan 78. War der im Sommer, im Winter? Das war im Sommer. Uff, das heißt, das war dann das auch... Das war im Sommer, das war im Juli, August. Okay, ja, da ist das Isha-Gebet noch nicht so spät, wie es jetzt im Mai und in den letzten Jahren bei uns hier und war. Wir hatten noch nicht die Sommerzeit eingeführt damals. Ah, das heißt, das waren angenehme Gebetszeiten. Das war schon auch eine angenehme Gebetszeit. Nicht so viel gefastet, relativ im Vergleich zur... Die Länge des Fastens ist das Gleiche. Super. Plus 1 Stunde ist es immer das Gleiche, beim Imsak und beim Iftar. Aber es war angenehm, wenn man diesmal den Iftar nimmt um 9 Uhr und nicht um 10 Uhr. Ja. Aber auf jeden Fall, die Universität war zufrieden und der Hausmeister von dem Sportgelände war total zufrieden. Wir haben für ihn und für seine Familie immer ihre Portion auch jetzt mal gegeben. Er hat gerochen, wenn wir grillen, der hat es auch davon bekommen. Und eine andere Art von Freundschaft hat sich auch verknüpft mit ihm, mit seiner Familie in dieser Zeit. Durch Allahs Huld und Gnade, aber inshallah auch durch eure reine Absicht, habt ihr diese große Hürde überwunden, nämlich den ersten Ramadan für viele zu einem heimischen Ramadan gemacht und dass man sozusagen auch das Heimweh überwunden hat, nur um auf die nächste Herausforderung zu kommen, nämlich das Eid-Gebet und das Eid-Fest steht an. Wie ihr das überwunden habt und ob ihr das überwunden habt und wie euer erster Eid in Stuttgart aussah, das erfahren wir inshallah in der nächsten Folge. Das war's für heute von unserer Sendung Dardasha. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Dardasha, mein Leben in der Da'wa mit unserem Onkel Ahmed Khalifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben aber eine Sporthalle gemietet dafür. Und wir haben auch den Kontakt mit der Universität. Wir haben den Iftar in der Sporthalle gemacht im Ramadan. Wir haben gesagt, gut, dann wird auch passen für unseren Eidgebet, inshallah. Die Reaktion von den Muslimen, die 450 Personen, war sehr unterschiedlich. Wir haben keine Reaktion bekommen, aber die Sporthalle war schon voll.